Unserer Erfahrung nach hat in den letzten Jahren der Einsatz digitaler Ressourcen in der Lehre sehr stark zugenommen. Insbesondere die Studierenden sind auf uns zugegangen mit dem Wunsch und der Forderung, dass eben auch mehr Videoaufnahmen gemacht werden, damit die Studierenden zu Hause oder wenn sie unterwegs sind, dann eben auch die Vorlesungen betrachten können und nicht permanent vor Ort sein müssen. Über diese kurzen Videosequenzen mit entsprechenden Lerneinheiten kann ich natürlich auch meine Lehre komplett anders gestalten, was wiederum für alle Beteiligten, sowohl für die Lehrenden eben auch als für die Studierenden, sehr viele Vorteile bringen kann. An der Uni Bayreuth werden momentan circa auf dem Videomanagementsystem Panopto 1000 Videos hochgeladen von Lehrenden und auch von uns vom IT-Service-Zentrum. Und von diesen 1000 Videos produzieren wir jährlich 60% selbst. Das ist natürlich ein enormer Aufwand. Momentan machen wir das noch so, dass wir einen Mitarbeiter live in die Regie vor Ort schicken, der dann zwischen drei Kamerasignalen und dem Anschlussfeld, also das Signal, was der Dozent unten mittels seinem Laptop uns in die Regie schickt, aufzeichnet und live auf dem Panopto-Server streamt. Das ist natürlich immer mit einem hohen Personalaufwand verbunden, wo wir natürlich als Universität irgendwann an unsere Grenzen kommen. Und da kommt uns jetzt die Entwicklung des Auto-Trackings von Panasonic natürlich, spielt uns die natürlich super in die Karten, weil wir das Auto-Tracking dann auch in Hörsälen eben aufbauen können und dort auch eine Aufzeichnung ohne Manpower tatsächlich realisieren können. Universität Bayreuth hat da langjährige Erfahrung mit dem Videomanagementsystem Panopto, was für Lehraufzeichnungen angewendet wird, zur Digitalisierung der Lehre dient. Und das ist aktuell auch unser Thema. Und wir nehmen das ja ernst, haben da ganz viel Know-how natürlich im Bereich Kameratechnik, Video-Streaming, Netzwerkinfrastruktur, bis hin zur Wiedergabe über Projektoren und Displays, also das gesamte Spektrum der Medientechnik. Und mit dem Partner Panopto haben wir einfach auch das nötige System, um das ganzheitliche System anzugucken. Für mich ist das Lernen dadurch deutlich effizienter geworden. Ich denke, es ist relativ wichtig, dass man seine Vorlesungen vor- und nachbereitet. Es ist nicht so dahingesagt, sondern wenn man es tut, haben sich die Effekte tatsächlich eingestellt. Und um Vorlesungen nachzuarbeiten, ist es halt echt super. Man kann einfach zu Hause oder in der Bib sich die Vorlesungen nochmal anschauen. Von daher wird dann in der eigentlichen Vorlesung jetzt nicht mehr streng genommen vorgelesen, sondern da wird das vorher erarbeitete Wissen vertieft. Und das hat richtig gute Lernerfolge.